Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Harry Potter. Und wir müssen heute den Quest die Mine abschließen. Und das heißt, Greifer und Todesser suchen überall nach dem Unerwünschten Nummer 1. Unerwünschten. Ja, ich bin ein Ding. Harry Potter, überlebe den Hinterhalt. So schnell hier hin, hinter die Banden. Verdammt, ich muss mich hier irgendwie verstecken können. In einer Sackgasse oder so. Weg hier! Hier da hinten ist ein gutes Versteck, da können wir. Hey! Und es wir gefackelt nicht mehr lange. Und der ist weg. Die auch. Der auch. Da kommt noch jemand hinter die. Da ist noch jemand. Der knallt einfach gegen die Lampe. Ach, heilige Kacke. Verdammt nochmals. Hier ist ja wirklich etwas los. Da kann man nichts anders sagen. Ui. Jetzt wird's schwarz. Mission gescheitert? Nie. Crucio hilft ja auch nichts weiter. Komm, gehen wir nochmal in die Nische da. Ach komm, wir verpissen uns hier hin. Hey! Ja, kommen wir Tagespropheten. Können wir hier nicht. Wie jetzt? Ach. Schlagzeilen aus der Geschichte. Manche will mal noch lesen. Ja. Ja, komm, ihr könnt es ja stoppen, wenn ihr Bock habt, darauf zu lesen. Dam, 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 dam. Wo kommen denn die alle? Hier hinten gut. Wo hat's noch einer? Ja, die sieht man ja gar nicht. Die schleichen sich so an. Da hat's mich. Ihr kriegt mich schon noch genug früh. Ihr müsst mich hier nicht noch niedermetzeln.
Weil die Story lässt es ja zu. In die Wampe. Nochmals. Wie kommen wir denn hier eigentlich hoch? Das ist ja hier noch cool. Nö, nee, nicht Stupor, Expelliarmus auch nicht. Expulso. Wummel! Weg. Expulso! Und runter. Noch rechts. Wum, 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 wum. Ha! Ich hau lieber ab. Ach! Verdammt, 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 ich. Oh, ein bisschen Farbe ist gut im Gesicht. Ha! Ist noch irgendwo ein. Ja. Da haben wir wieder eine auf dem. Uiuiuiuiuiui. Ja, ihr seid in der Überzahl, aber. Wechselungszauber. Und jetzt Konfingo kommt. Nee, Expulso. Jetzt können wir den ausschalten, den wir verzaubert haben. Oder die. Rotego! Ah! Rotego! Verwechslungszauber da oben ist gar nicht mal so schlecht. Der ist gut und ist Expulso. Mensch, wer ist denn da am Wäsch da drüben? Den Verwechslungszauber kann man dann auch gut gebrauchen. Und Expulso. Da oben ist auch noch einer. Nochmal den Verwechslungszauber. Und Expulso. Mission beendet, cool. Haben wir das auch? Ja, haben wir es geschafft. Ich hab nachgedacht. Godric Gryffindors Schwert. Vielleicht hat Dumbledore es in Godric's Hollow versteckt. Ich meine, das ist ein Ort, an dem Dumbledore sich gut auskannte. Aber daran wird auch du weißt schon wer denken. Es könnte gefährlich werden. Jetzt sind wir verschwunden. Cool.
Godric's Hollow. Geburtsort von Godric Gryffindor. Ist doch klar, oder? Wo sonst sollte Dumbledore das Schwert verstecken? Dumbledore und Lucinda Backshot haben auch dort gelebt. Und meine Eltern. Harry, glaubst du nicht, Voldemort könnte das Grab deiner Eltern im Auge behalten? Wir hätten viel Safttrank verwenden sollen. Jetzt ist es schon so spät. Finde das Grab von den Harrys Eltern. Kalt ist es hier. Ich friere meine Hände ab, Hermine. Was sagst du dazu? Hermine? Wir sollten ein paar Nachforschungen anstellen. Wir sollten bereit sein, den nächsten Horcrux zu suchen. Ja, hier ist es kalt. Ja, ja, das kennst du dann. Ja, ist der Unterwäsch. Ah. Man kann immer noch deine Fußabdrücke im Schnee sehen. Ja, aber du kommst ja nicht runter. Hier findet man überall Spuren und Hinweise. Glaub mir, in jedem Winkel dieses Waldes verstecken sich Muggelstämmige. Nun, ich habe gehört, dass sich hier auf jedem Baum Schlammblüter, Blutsverräter und Muggelstämmige verstecken. Wenn wir sie finden, sind wir wer. Wieso habe ich das Gefühl, dass der recht hat? Ich weiß nicht, was die sich denken. Gut, ich bin wieder gerettet. Was? Expecto Patronum! Mensch, die Patronus! Expecto Patronum! So. Und wieder hinfort. Ich komm grad geschwind, den muss ich etwas klären. Ich bin wieder hier und jetzt geht's weiter. Hier in die Gasse müssen wir. Wie jetzt wieder raus? Ach, wir müssen hier nur um aufzuladen. Ja, ja. Lädt du nur schön auf. Ja, ja, und wir tappen hier durch. Hallo? Herr Nachbar, wie geht's denn euren Tomaten? Ach, so. Ich drücke E. H. Knighton, Vater, Ehemann, Philosoph. Ach so. Wir müssen jetzt alle abklappern, oder wie? Ach, das könnte nochmals lang sein. Ich würde mal sagen, hier mit dem größten Ding. Vermutlich das hier. Oder umkehren. Kendra Dumbledore und ihre Tochter Ariana. Wusstest du von Dumbledores Schwester? Nein.
Ich auch nicht. Sie liebte das Leben und das Leben liebte sie. Ja, ja. Kommen wir jetzt nicht mit dem Scheiß. Untersuchen, bitte. Geht wohl nicht. Ich glaube, das ist es hier. Das am schönsten aussehenden. Der letzte Feind, der zerstört werden wird, ist der Tod. Harry, sieh dir das an. Ich habe dieses Zeichen schon einmal gesehen. Xenophilius Lovegood hat es auf der Hochzeit getragen. Jemand beobachtet uns. Beim Tor. Wir sollten ihr folgen. Irgendwie weiß ich, dass wir ihr folgen sollten. Es ist keine gute Idee, glaube ich. Das finde ich auch nicht. Aber wir tun es trotzdem. Und wie oder was die alte Dame ist, das seht ihr beim nächsten Mal, liebe Leute. Und sonst würde ich sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Let's play Harry Potter.